Cheerio, meine lieben Staxeliten, willkommen zurück zu... Scheiße. Willkommen zurück zu Staxel. So, ich wollte gerade sagen, wir sind noch beim Einkaufen hier. Weil wir das Haus von Siranias Freunde bauen wollen. So, wir brauchen einiges an grauen Holzblöcken. Ich habe mich entschieden, wir machen einen kleinen Mischmasch an Dach. Wir machen kein, wie wir es kennen, wir werden wahrscheinlich wieder ein Flachdach machen. Und da werde ich immer abwechselnd weiß-rot hinmachen. So. Oh, ich werde langsam pleite, sehe ich gerade. Das ist der Boden eher, ne? Das wäre eher so der Boden, deswegen sollte ich hier... Es gibt hier leider kein Weiß. Es gibt ja leider kein Weiß. Das heißt, wir machen aus euch mal das Dach. So, ich kaufe erstmal 100 von jedem. So. Denn die gute die Freundin von Siranya ist ein Pilzfan. So. Und deswegen müssen wir hier jetzt ordentlich ein Pilzhaus bauen. Den Ort dafür haben wir auch schon ausgesucht. Da kann ich mal diese Sense rausholen, weil wir da aufräumen müssen, ne? Und zwar hier. Regionsanzeige an, bitte, damit man es sieht. So. Hier ein bisschen Schoki. Osterschokolade. Ah, ich habe noch nichts, was ich für den Boden nehme. Ich meine, da sie Pilzmarkt, müssten wir eigentlich im Grunde einen Erdboden nehmen. Das sieht ein bisschen komisch aus, muss ich ehrlich gestehen. So. Ich schmeiß den ganzen Kram jetzt erstmal hier hin. So. Mann, alles weg hier. So, zack. Weg mit dem Schmarrn hier. So. Wir haben mal noch ein bisschen Geld. Wie viel kostet denn dieser komische... Wir können ja hier so einen grauen, braun, grünen Teppichboden nehmen. So als Wieseart. Oh, 250, ey. Ja, wir brauchen unbedingt wieder Geld. Wir brauchen unbedingt wieder Geld, Leute. Deswegen werde ich gleich mal die ganzen Eier da kochen, die wir noch im Dings stehen haben. So. Dann fangen wir doch mal an. So, so, so. So, so, so. Ach. Hallo, 1. Ich weiß nicht, was mein Hammer auf 1 ist. Das ist der Hammer, Leute. Das ist der Hammer. So. Zack, zack, zack. Zur Not machen wir den Boden erst zum Schluss. Biene? Jetzt muss ich hier eine Biene fangen. Weg mit dir. Wollen wir ganz hier wieder rumfliegen. Hau ab. Jetzt liegt die Biene da, weißt du, so umgebracht. Einfach so getötet durchs Fangen. Wird sie da jetzt liegen gelassen. So, so, so. Brauchst du zwei Türen oder eine? Pilztische, die brauchen noch, das braucht noch niemand eine Tür. Weg vom Dorf. Weg vom Dorf. Zu nah. Nein! Och nö. Das darf nicht an der Nähe des Dorfes sein. Och, leck mir Arsch, ey.
Ray. So. Toll. Ganze Mühe hier umsonst gemacht. Wenn es Hunger am Dorf ist, kann ich jetzt dann bei mir dahin eine Ecke bauen? Weil. Ich meine, wir sind ja kein Dorf, wir sind ja die Farm da einfach. Ich teste das einfach mal. So, gehen wir mit diesem komischen Briefkasten hier. Guck mal, sie kann bei uns ja hier wohnen auf dem Grundstück mit. Guck mal, könnte man hier so einen Weg lang bauen zu ihr? So, wenn ich dich hier hinstelle. Zu nah. Immer noch. Okay. Du, wir können das auch ganz einfach machen. Anstatt das jetzt alles teuer auszugeben. Wo ist einer der Bäume? Ich muss aber so einen Riesenbaum haben. Wo ist so ein Riesenbaum? So ein Mega-Eber-Mega-Vega-Baum. Dahin zum Beispiel. Hier. Dö, 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 dö. Oh, das sieht nicht so aus, wenn der... Nee, der hat kein Loch, der hat keinen Eingang bei sich drin, ne? Sirania ist da hinten. Da sind nur noch welche. Wo sind die jetzt weg? Ne, da hinten ist zum Beispiel einer. Siehst du mal, hier auch. Wo wir einfach so machen hier. Warte. So, ja, und hier können wir dann die Sachen reinstellen. Wird zwar ein bisschen eng, aber wir können ja mal gucken, wie lange das, wie weit das reingeht. Rausgeht, meine ich. Mist. Aber wir können es ja erweitern. Also ich kaufe da ein bisschen von dem Holz. Und damit erweitern wir einfach, dass wir hier so ein bisschen weiter rausbauen. Das ist eine gute Idee. Gut. Heißt, wir haben jetzt ganz umsonst Geld ausgegeben. Ach du Schande, es wird schon wieder spät. Jetzt muss ich nur merken, dass wir... Oh Gott, wo habe ich denn das jetzt hingebaut? Da hinten. Dass wir da hinten irgendwo das hingepackt haben. So. So, dann das dahin. Nein, dann haben wir jetzt wieder Baumaterialien. So. Da. Und da. Wunderbar. Guti. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Heißt, wir kommen vielleicht morgen noch nicht zum Bauen oder so. Weil uns noch das Holz fehlt und wir kein Geld gerade haben. Bitte regne weiter, bitte regne weiter. Bitte regne weiter. Bitte regne weiter. Bitte regne weiter. Und es regnet weiter, sehr schön. Pilz. Pilz, Pilz, Doppelbett. Seltener Pilz, weißer Pilz. Mhm. Pilzlampe sogar. Glühwürmchen, okay. Mal ein bisschen auf Suche gehen hier. So, wir brauchen ein bisschen Geld. Ich muss jetzt hier mal kurz... Bisschen kochen und brutzeln hier. So.
Wir brauchen Geld, deswegen muss ich hier jetzt kochen. Das bringe ich aber auch direkt gleich zum Markt hier, die Sachen. Damit wir das direkt das Geld haben und auch gleich das Holz kaufen können. Weil die Gute kriegt dann ein Dingshaus. Ein Baumhaus. So. Dankeschön. Ich muss mal gleich abzampfen. Die Karotten sind auch fertig. Wunderbar. Also wir haben gleich ordentlich noch was abzusäbeln. Aus dem Weg. Ich muss Geld. Ich muss Geld verdienen hier. Bitteschön. 1000 Grad mal. Dabei ist das schon eine Weile her, dass wir was verkauft haben hier. So, was kriege ich denn für den Honig? Boah, nee. Immer ein bisschen wenig. Verzichte, danke. So, jetzt gehen wir noch kurz das Holz kaufen. Da. Aber wenn wir das erweitern wollen, müssen wir hier Holz haben. Ja, komm, hier, das reicht. Die Glühwürmchen müssen wir auffangen. Für Lampen. Für eine Lampe, wohlbemerkt, ne? Die braucht eine Lampe, die gute. So. Enden wir euch mal ab hier. Danke. Kokosnüsse, danke. Bananen wachsen noch. Hier. Danke. Ach, mir Pfirsich. Oh. Du brauchst nochmal Futter, ne? Bitteschön. Lass dir schmecken, Pause. So, dann müssen wir die Karotten jetzt auch wieder einpflanzen. Das heißt, wir können jetzt demnächst mal die Gemüse-Dings da fertig machen. Ist auch eine gute Sache. Den Gemüsekuchen. Muss mal gucken, welchen Teig wir dafür brauchen. Wir haben ja schon Teig vorbereitet. Müssen wir schauen, ob der reicht, ob wir den nehmen können. So. Zack, zack. Wir müssen sowieso mal wieder eine Kochfolge machen. Ist schon echt eine Weile her, dass wir mal so richtig wieder eine Kochfolge gemacht haben. Bips, 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 bips. Ei verbübsch. So, so, so. So, und dann wird natürlich neu gepflanzt. Die Musik. Für mich persönlich ist das natürlich ziemlich leise, die Musik, muss ich gestehen. Weil ich habe aber noch das Problem, wirklich den Unterschied zwischen... Das fällt mir aber auch bei Pokémon auf. Irgendwie ist bei mir das Problem, dass ich die richtige Lautstärke nicht hinkriege. Weil mal ist es zu leise, dann ist es zu laut. Das wollen wir auch noch ändern. So. Guti. Ding ist wieder gepflanzt. Die Melonen. Weißt du was, ich glaube, ich lasse euch Tiere heute mal alleine. Ich frühstücke euch mal nicht ab. Ich nehme mir mal Dings mit. So, packen wir mal die Karotten mit hier hin. So, Kakao.
Muss ich auch gucken, was man damit noch machen kann für sich. Hier ist der Honig. Genau, ich wollte die Pilze holen. Seltene und weißer Pilz. So, dann schauen wir mal. Pilz. Pilz. Machen wir in der Reihe nach. Pilzbett. Sechsmal glattes Holz. Zwei Kisten wieder mal. Und zweimal Decken. Die können wir bestellen. Zweimal Decken, zweimal Kissen. Weil die haben wir schon mal gebaut. So, warte mal. Decke. Da. Zweimal. Und Kissen da. Zweimal Kissen. Teuerste Decke und teuerste Kissen überhaupt, ey. So, perfekt. Dann haben wir schon mal davon zwei Kissen. Gut, sehr schön. Dann sagen wir mal das Material für das Pilzbett. Und zwar glattes Bauholznägel. Also viermal Nägel, sechsmal glattes Bauholz. Wir haben siebenmal glattes Bauholz. Das ist ja schon mal soweit in Ordnung. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr davon machen. Müssen wir gleich machen. Hier haben wir die Nägel. Ich hole mal das andere Rohholz hier. Warte, das ist doch hier. Ich wollte gerade sagen, hier. Moment. Genau. Lassen wir jetzt ein bisschen was schneiden. Pilz, so. Lack. Haben wir. Gut, nur den Lack. Der Lack ist ab. Wollen wir den Lack? Da. Gut, zuallererst schnitzen. Glattes Bauholz und viermal Nägel. Das Bauholz und viermal Nägel, gut. Nägel. Glattes Bauholz. Zweimal war das, ne? Ich finde, das ist störend, dass er sich das nicht merkt, was man gerade eingegeben hat. Oben beim Dings hier, beim Katalog, merkt er sich das. Hier aber nicht. Einmal schnitzen, okay. Dann die Doppelmembran montieren mit Lack, zweimal Decke und zweimal Kissen. Sehr schön. Oh Gott, da muss ich meinen ganzen Kram hier rausholen. Zack, zack. So. Dann den Lack. Da. So, reicht, okay. Doppelbettbasis haben wir dadurch. Pilz. So, Doppelbettbasis. Dann montieren mit Zweltner Pilz und weißer Pilz. Gut. Und schon haben wir das Pilz-Doppelbett. Das ist doch schon mal gut. So, weiter geht's. Pilz. So, Pilzkommode. Montieren. Fünfmal Bauholz, sechsmal Nägel. Fliegenpilz. Okay. Habe ich mir den nicht mitgenommen? Ich bin doch doof, ey. Ich sollte doch alle Pilze mitnehmen. Haben wir keinen Fliegenpilz? Oh, das wird natürlich. Das wird natürlich bescheiden. Wir hatten doch mal Fliegenpilze gehabt. Ah, ich glaube, die ging für das Pilzrisotto ja drauf, ne? Oh, scheiße, hätte man das mal gewusst.
Vor allem schön, dass der seltene Pilz mehr zu finden ist als so ein Fliegenpilz. Da! Oh Gott, gut. Wir müssen Pilze sammeln gehen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Fokus, das Poster fertig zu bauen, weil das meiste hängt wirklich jetzt von dieser Sache ab, von diesem... von dieser Quest. Es ist ja schön, dass wir so viele braune Pilze finden. Aber wir müssen auch noch ein Dings fangen. Ein Glühwürmchen fällt mir jetzt gerade ein. Ich kann das Netz mal schon mal hier packen. Die Glühwürmchen sind natürlich meistens hier in den Wäldern, aber... gerade scheine ich kein Glück zu haben, oder es liegt wirklich daran, dass es regnet. Ich meine, verständlich ist es. Ein Glühwürmchen beim Regen... weg. Ich gucke natürlich auch so ein bisschen nach... Fliegenpilzen. Jetzt kann ich ja gleich mal ein bisschen googeln und gucken, ob da irgendwo eine bestimmte Stelle gibt, wo man Fliegenpilz auch gut herbekommt. Ach, guck mal, oben ist eine Arbeiterbiene. Können wir auch mitnehmen. Wenn ich schon im Netz rumlaufe, ne? Das wird spaßig. Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge hier für heute. Ich werde jetzt noch ein bisschen Pilzsuche gehen. Also ihr müsst das jetzt nicht mitmachen. Werde noch ein bisschen rumgucken. Werde hoffen, dass ich noch mehrere von den Fliegenpilzen finde. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren und beim nächsten Mal schauen wir dann, dass wir die Pilzsachen weiterbauen und damit die gute Freundin uns die Rania einzieht, weil wir brauchen definitiv den magischen Tisch von ihr, sonst kommen wir nicht weiter mit den anderen Quests. Also, bis dahin, bye bye.